Das ist Mia. Mia hat vor kurzem den Begriff Wissensarbeit gehört. Und jetzt hat Mia keinen blassen Schimmer, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Der Begriff an sich deutet an, dass es sich hier in irgendeiner Weise um Arbeit und Wissen handelt. Arbeit bedeutet die Ausübung einer Tätigkeit, bei der etwas bewirkt oder geschaffen wird. Und unter Wissen kann die Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand besitzt, verstanden werden. Generell kann man, wenn Arbeit und Wissen in Bezug zueinander gesetzt werden, drei Formen unterscheiden: wissensbasierte Arbeit, wissensintensive Arbeit und die Wissensarbeit an sich. Jetzt ist Mia noch verwirrter als vorher. Sie wusste nicht, dass es verschiedene Formen von Wissensarbeit gibt. Schauen wir uns die unterschiedlichen Formen genauer an. Bei wissensbasierter Arbeit handelt es sich um Tätigkeiten, bei denen Erfahrungen eine Rolle spielen. Man braucht also ein bestimmtes Wissen, um diese Arbeiten auszuführen. Ein Beispiel hierfür ist die Montage eines Bauteils oder das In-die-Wand-Schlagen eines Nagels. Wissensintensive Arbeit beschreibt Tätigkeiten, die eine umfassende Ausbildung oder viel Erfahrung in einem Fachbereich voraussetzen. Hier gibt es in der Regel definierte Arbeitsprozesse und Informationen sind zur Ausübung der Tätigkeit notwendig. Dies kann zum Beispiel das Verfassen einer Bedienungsanleitung oder Prozessbeschreibung sein. Hier gibt es nur wenig Spielraum bei der Bewältigung der Aufgabe. Und nun zur Wissensarbeit. Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten, bei denen das einmal erworbene Fachwissen nicht ausreicht. Oft ist es schwer vorherzusagen, was am Ende das Ergebnis ist. Spontanität und Flexibilität sind sehr wichtig und vorhandene Informationen eher nebensächlich. Ein Beispiel hierfür sind Forschungstätigkeiten, wie zum Beispiel das Durchführen von Experimenten. Nun können die Formen der Wissensarbeit in Bezug zum impliziten und expliziten Wissen gesetzt werden. Implizites Wissen zeichnet sich dadurch aus, dass es schwer erklärbar ist. Es handelt sich um Erfahrungswissen. Das explizite Wissen ist eindeutig und daher kommunizierbar. Man erkennt also, dass der Anteil von impliziten Wissen bei der wissensbasierten Arbeit und der Wissensarbeit sehr hoch ist. Es ist sehr schwer zu erklären, wie genau und warum ich ein Bauteil als Arbeitskraft am Montageband genau so montiere oder warum ein Experiment in spezieller Weise durchgeführt wird, wenn mir selbst das Ergebnis noch nicht klar ist. Bei der wissensintensiven Arbeit ist der Anteil an expliziten Wissen höher. Hier ist es genau möglich zu erklären, wieso ich Dinge tue. Insgesamt begegnen uns häufig Mischformen. Auch ein Wissensarbeiter, zum Beispiel ein Forscher, übt hin und wieder wissensbasierte Arbeit aus. Doch kommen wir zurück zu Mia. Mia ist jetzt glücklich, denn sie hat verstanden, was Wissensarbeit ist.